Liebe Auto- und Youngtimer-Freunde, ja, heute geht es mal wieder um den VW Bus T5. Es ist soweit. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Gutachter für die Vollabnahme. Ich habe das Datenblatt bekommen und nachdem der ja von den Autodoktoren zurück ist, wo man den CAN-Bus jetzt auch auslesen kann, bin ich mal gespannt, was der Gutachter sagt. Ja, da wird es dann sich entscheiden, ob das Fahrzeug in irgendeiner Form anmeldbar ist oder nicht. Und ja, ich bin gespannt und mehr gibt es dann später. Ciao! Ja, da bin ich bei meinem Gutachter des Vertrauens, ja, also bei der Prüfstelle, und da wird jetzt die Vollabnahme gemacht. Ja, da geht es jetzt gleich in die Halle rein und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ich habe bis jetzt also relativ viele Gutachten ja auch schon machen lassen, allerdings noch nie eine Vollabnahme. Ja, dementsprechend, das ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes eine Premiere. Und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Datenblatt, wie gesagt, habe ich am Mann. Also sollte es da kein Problem geben. Den Rest werden wir sehen. Ich gucke mal, ob ich zwischendurch ein paar Sachen filme, wenn irgendwas auftritt. Und ja, dann geht's weiter. Ciao. So, hier sind wir mitten bei der Arbeit. Momentan wird gerade über alles geprüft, ob E-Kennzeichnung drauf ist, alles den Vorschriften entspricht, die Maße und so weiter. Das heißt, es ist schon relativ kleinteilig, wie jetzt vorgegangen wird. Aber es ist halt eine Einzelabnahme. Und da müssen alle Bauteile halt überprüft werden. Und das machen wir jetzt gerade. Dauert auch ein bisschen. Aber bis jetzt, toi toi toi, haben wir nichts gefunden, was nicht seriös ist. Von Scheinwerfer, Türen, Sitze und so weiter. Das sieht alles gut aus. Warten wir mal ab, was noch kommt. Ja, nächster Step. Die ganze Beleuchtungseinrichtung muss gecheckt werden. Das heißt, alle Beleuchtungseinheiten mit einem E-Kennzeichen und Prüfzeichen versehen sind. Aber auch das sieht gut aus bis jetzt. Reifen-Rad-Kombinationen haben wir auch schon überprüft. Das sind Original-VW-Felgen, die drauf sind. Vorne die Scheinwerfer haben auch ein E-Prüfzeichen. Also bis jetzt sieht es ganz gut aus. Vorne und hinten Abschleppeinrichtung ist vorhanden. Noch keinen Fatal-Error gefunden. Dementsprechend gehe ich mal halbwegs optimistisch jetzt in die weitere Prüfung rein. Ja, bis jetzt gut gelaufen. Haben alles überprüft, was an standardmäßigen Sachen geprüft werden kann und muss. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, und dafür fahren wir den Wagen natürlich mal jetzt in die Halle, der hat noch nachträglich wahrscheinlich eine Anhängekupplung bekommen. Da haben wir auf Anhieb jetzt kein Prüfzeichen gefunden. Im Zweifelsfall muss ich das Teil halt abbauen oder mit einer anderen ersetzen. Das weiß ich noch nicht, weil Anhängerkupplung ist jetzt primär nicht das Erste gewesen, was mir an dem Fahrzeug wichtig ist. Dementsprechend schauen wir jetzt mal. Wir fahren ihn jetzt auf die Bühne und gucken uns den Gesamtzustand des Fahrzeugs auch nochmal von unten an. Und ja, dann ist es soweit schon durch. Ja, Bus ist jetzt in der Halle und wir überprüfen jetzt Beleuchtungseinrichtung nochmal auf Funktion. Und schauen uns dann natürlich noch die Anhängerkupplung, Reifen und so weiter alles nochmal genau an. Indem wir den Wagen auch hochbocken und auf die Bühne nehmen, damit hat man die Chance, sich das Ganze etwas genauer anzugucken. Und das machen wir jetzt im nächsten Teil. Nächster Teil. Wir sind jetzt ziemlich durch. Anhängerkupplung, die werde ich abmontieren lassen. Also, weil die hat anscheinend keine Zulassung, beziehungsweise wir haben nichts gefunden, was in irgendeiner Form auch bei den Papieren nicht. Dementsprechend wird das Teil wohl weichen müssen. Ansonsten, ja, dieses kleine Käppchen hier, ne, das muss drauf. Das ist natürlich Kleinkram. Dann vorne, das ist jetzt noch nicht mal ein Muss, sondern das ist eher so ein Kann. Hier die Abdeckung am Nebelscheinwerfer, die Plastiksache sollte ich ersetzen. Das Einzige, was wirklich von Relevanz ist, ist hier der Treffer am Schweller. Und das betrifft auch an die Kollegen von Auto 1, Leute. Das muss ich machen lassen. Das geht auf euren Nacken, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist innen ein bisschen aufgebogen, das muss professionell gerichtet werden. Und ja, das werde ich natürlich dann entsprechend in der Werkstatt machen lassen. Die Sitzbank kommt dann raus, damit das Fahrzeug quasi die LKW-Zulassung erhält. Die Abtrennwand wird dann entsprechend verschoben und hier dann das Fahrzeug in die Richtung abgedichtet zur Fahrerseite und ja. Das ist eigentlich das, was zu machen ist. Ansonsten keine Fehler gefunden, nichts, was in irgendeiner Form noch einer Zulassung im Wege steht. Das ist schon mal gut. Dementsprechend ist das Ganze heute sehr positiv gelaufen. Ich kriege jetzt gleich noch einen kleinen Laufzettel für die Werkstatt, damit wir das eben entsprechend beheben lassen, was zu machen ist. Und ja, dann werden wir uns wieder hören und sehen, wenn ich in der Werkstatt bin, beziehungsweise die Sachen habe machen lassen.